Auf ein kurzes Wort. Eigentlich war ja am letzten Sonntag, also die Geschichte mit dem sogenannten ungläubigen Thomas, das Johannesevangelium vorbei. Da hieß es ganz am Ende, all das aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, nicht wahr? Und dass ihr Leben habt in seinem Namen. In meinen Worten, dass hier eine unerschöpfliche Sinnressource dargeboten ist. Und dann geht es jetzt an diesem Sonntag irgendwie nochmal los, aber es geht weiter seltsam, auch sprachlich nicht mehr so hochstehend. Und es ist so ein Gemisch, was erzählt wird. Und man könnte auf den Gedanken verfallen, und er ist naheliegend, dass dieser Nachtrag, dieses Reset, was hier angehängt wird, aus verschiedenen Pools geschöpft hat. Es ist immer aufgefallen, dass diese Geschichte mit den vielen Fischen, die da gefangen werden und so, dass das eine Parallele im Lukas-Evangelium hat bei der Berufung des Petrus. Es ist aufgefallen, dass dieses seltsame irgendwie Wissen und doch nicht Wissen, es ist der Herr, an das Geschehen der Emmaus-Jünger erinnert sein lässt und dieses Verteilen des Brotes irgendwie auch an die Brotvermehrungsgeschichten anknüpft. Und schließlich alles zusammenbindend sind wir eben nicht mehr in Jerusalem, da waren wir am letzten Sonntag, sondern jetzt in Galiläa. Offensichtlich ist dieser Nachtrag ein Versuch, gewissermaßen verschiedene Stränge zusammenzubinden, die hier nicht fehlen dürfen. Ein Nachtrag, der eher nachklappt und insgesamt wenig Neues bringt, eher Abgestandenes, nicht so ganz gelungen ist. Warum erzähle ich das? Weil ich mir jetzt doch schon diese Wochen der Corona-Zeit Gedanken mache, wie könnte das weitergehen nach diesen Wochen? Ein Nachtrag, ein Abklatsch, eine billige Kopie und ein Zusammensammeln von dem, was bisher so verfügbar war an kirchlicher Selbstdarstellung? Wenn dem so wäre, wäre wahrscheinlich eine Chance vertan. Dieses Weiter-so ist nie ein guter Ratgeber gewesen. Verschärfend noch, man könnte den Eindruck gewinnen, dass die Kirche gut ohne das Volk auskommen kann, aber nicht ohne Kleriker. Gespenstergottesdienste, wie ich sie nennen möchte, sprechen Bände. Jetzt könnte man sagen, Vorsicht, Vorsicht, dünnes Eis. Ja, ich bin auch Priester, richtig. Aber ich verwende dieses Forum, um eine, darf ich sagen, fundamentale Kritik anzumelden. Chance könnte doch sein, sich in diesen Wochen, und es folgen bestimmt noch etliche, Chance könnte sein, dass die Kirche sich begreift, wir können nicht ohne Volk sein, aber vielleicht ohne Kleriker. Und mehr noch, es ist ja nicht so, dass ein Reset nach diesen Corona-Zeiten ungeschehen machen könnte, wie vieles an kirchlich Selbstverständlichen in eine tiefe, erschütternde Krise geraten ist. All die Dinge, die vorher diskutiert wurden, denken wir an den synodalen Weg, wie weit liegt das gedanklich schon zurück? Denken wir an die ganzen aufgedeckten Machtmissbräuche? Denken wir an die Nichtkompatibilität der Kirche mit demokratischen Selbstverständlichkeiten? Denken wir an das schreiende Unrecht der Diskriminierung innerhalb unseres Ladens, wenn ich das so nennen darf? All das ist ja nicht passé. Und Corona wäre missbraucht, hier gewissermaßen die beschwichtigende Soße drüber zu kippen, als wäre das nicht brennend nach wie vor. Also, Chance könnte sein, diese Zeit zu nutzen, bevor wir etwas hektisch wieder in den gottesdienstlichen Alltagsbetrieb zurückkehren und die, vorsichtig formuliert, skurrilen Bestimmungen der Bischofskonferenz zur Feier des Gottesdienstes lassen aufhorchen, offenkundig immer noch. Volk muss nicht sein, jedenfalls nur so ein bisschen. Kleriker muss sein. Nein, Gottesdienste, wie sie jetzt vielleicht möglich sein könnten, sind bestimmt nicht das, was sie sein sollten. Ich habe auch kein Allheilmittel, das weiß ich auch.
Und natürlich könnte man sagen, er macht sich's leicht, draufzuhauen. Ich haue nicht drauf, ich beobachte. Wir sind alle in dieser Situation, möchte ich sagen, überfordert. Aber diese Überforderung würde ich gerne genutzt wissen, um grundsätzlich nachzudenken, in welcher Kirche möchte ich so gläubig sein, dass die genannte Sinnressource weiterhin Gültigkeit beanspruchen kann. Man sagt, Form follows Function. Wie ist die Kirche aufgestellt, sollte sie sein, damit diese Sinnressource nicht durch Strukturen, durch Macht, durch Unzeitgemäßes verdunkelt oder gar konterkariert wird? Wenn Sie was Schönes lesen wollen, und lesen ist ja immer eine feine Sache, wir haben ja Zeit, dann darf ich Ihnen doch sehr ans Herz legen von Christiane Florin mit dem Titel Trotzdem, wie ich versuche, katholisch zu bleiben, zu lesen. Bis ich, mit spitzer Feder geschrieben, ein wenig polemisch, das darf sein, aber ins Schwarze treffend. Man kann widersprechen, richtig, aber vieles könnte uns zum Nachdenken anregen, so wie es mich vielfach erneut zum Nachdenken angeregt hat. Christiane Florin oder auch ich begreife mich, wir begreifen uns nicht als Kaputtnix, sondern als Menschen, denen diese unsere Kirche mit dieser Sinnressource Gott, von der ich sprach, unendlich am Herzen liegt. Und sie deckt vieles auf, über das es sich wahrlich lohnte, nachzudenken. Und das geht nicht ohne Debatten, das geht nicht ohne Streit. Und Streit ist immer eine gute Sache. Wenn alle nur schweigen, sind wir die treu-doofen Herdenlämmer, die genauso treu-doof hinterher stapfen. Und sie schreibt, ich darf zitieren, Streit, also um die Sache geht es, Streit ist da, aber er gilt als fies. Wir müssen ja lieb sein. Macht ist da, aber sie gilt als Igitt. Man spricht dann gerne von Vollmacht oder so. Das ist Etikettenschwindel. Und nun weiter. Wo es keine Macht geben darf, fehlt die Kontrolle der Macht. Wo es keinen Streit geben darf, fehlen Regeln des fairen Streitens. Streit wird in der katholischen Kirche entweder mit Vernichtungskrieg oder mit Beschwichtigen und Beschwiemeln verwechselt. Streitkultur zeichnet sich dadurch aus, dass für alle dieselben Regeln gelten. Themen identifizieren, Hinsichten unterscheiden, persönliche Angriffe unterlassen, beharrlich bleiben. Das könnte es ja sein. Beharrlich bleiben. Und ich darf Sie noch einmal zitieren, weil ich es sehr gelungen finde, wie sie dies schreibt, für Nicht-Fachtheologinnen und Theologen und deswegen relevant. Da sagt sie, die römisch-katholische Kirche ignoriert Begabungen, verachtet Wissen und verbietet sich Visionen. Also nicht Visionen, wo man auf die Couch muss, sondern für die Zukunft. Diskriminierung ist ihr harter, aber hohler Markenkern. Wer braucht diese harte, hohle Kirche? Jungs, die unter sich bleiben wollen. Verunsicherte, die sich an eine Natur- und gottgegebene Ordnung klammern. Und nun weiter. Und das ist Sinnressource. Millionen Menschen in eben dieser Welt könnten etwas anderes gut gebrauchen. Eine Stimme, die solche Ordnungen erschüttert und mit Würde und Wert ernst macht. Das wäre dann kein Nachtrag zum bisherigen, sondern ein Auftakt zu zukünftiges. Und wenn wir dann, Stichwort Emmausjünger, Stichwort Hoffnung der Gegenwart dieser Sinnressource auch für dich und mich über die jetzige Zeit hinaus. Wenn wir dann jenes Osterlied singen,
oder zumindest den Text betrachten. Aus Hygienegründen dürfen wir dann auch in den Kirchen nicht singen. Bleibe bei uns, du Wanderer durch die Zeit. Dann könnte genau das ins Wort gehoben sein. Indes nicht als fromm beschwichtigendes Narkotikum, sondern als belebendes Adrenalin für eine Sinnressource, ohne die ich nicht leben möchte. Und deswegen trotzdem mit Christiane Florin, wie ich versuche, katholisch zu bleiben. Und dazu segne uns Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.